Moin moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Tale & Sorge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute rezensieren wir mal wieder was, und zwar eine Kurzgeschichte. Im Rahmen der Kaleidoskope ist jetzt die Kurzgeschichte Gute Fahrt herausgekommen, welche uns in das anarchische Berlin führt. Die Kurzgeschichte fasst 6 Seiten, naja, eigentlich 5 wegen dem Cover, und ist geschrieben worden von Andreas Aas Schroth, dem Chefredakteur. Wir haben auch ein paar schöne Illustrationen wieder, die seht ihr auch gerade, wenn ihr nach unten guckt. Da sind die einmal eingeblendet und habt ihr auch schon auf dem Thumbnail gesehen. Ja, worum geht es? In diesem wirklich, wirklich cool geschriebenen Kurzgeschichtchen geht es um die Geschichte einer Taxifahrerin, welche in Berlin, nun ja, für die Firma Black Flag Cab fährt. Diese Black Flag Cabs kennen wir natürlich aus den ganzen Berlin-Publikationen und haben das Bild von diesem gepanzerten Taxi auch schon mehrfach mal bei anderen Publikationen gesehen. Und wir begleiten hierbei Zoe, so heißt unsere liebe Taxifahrerin, wie sie einen Kurierjob innerhalb von Berlin durchführt. Natürlich, wir wollen ja schließlich etwas Spaß dabei haben, gibt es kleinere Herausforderungen bei dieser Fahrt. Auch hier hat unsere Zoe einen Auftraggeber, ein Ziel. Und natürlich gibt es eine Opposition, welche vielleicht Dinge tun möchte. Kurzum, diese Geschichte ist herrlich geschrieben. Sie geht wunderbar tief in das Detail rein und zeigt ein Bild von Berlin. Schön. Ich find's schön. Vor allem halt auch der Weg auf den Slang, der halt hier auch immer wieder rüberkommt, wenn dort dieses Berlinerische, naja, dieses Shadowrun-Berlinerische genommen wird, was ja aus verschiedensten Sprachen da die Lehnworte hat. Zuerst liest du einen Satz durch und siehst dann da, was stand da? Marhaba, Zoe, Kakdella. Ich bin Sakamalik, Bigby. Hab ne Isofaxyryse zur Q und ne Warnung von Basalak. 10 bis X sein. Brauche Aldeam. Ich habe das erste Mal gelesen und dachte, what the fuck? Andreas, bist du mit dem Kopf über die Tastatur gerollt? Aber danach kommt ein kleiner Absatz, der das erklärt, wie sich diese Worte zusammensetzen, was die genau bedeuten und warum das halt für dieses neue Berliner Zonensprech halt typisch ist. Fand ich mega. Hat mich extrem gecatcht, super abgeholt. Auch die Darstellung von dem Charakter, von der Opposition, die vielen kleinen eingestreuten Details. Großartig. Ja, also das PDF ist nicht teuer. Ihr solltet es euch kaufen, in jedem Fall. Aber damit ihr nicht ganz so wisst, nicht wisst, was euch da erwartet, gibt es einmal einen kleinen Ausschnitt, nämlich den Anfang. Vielen Dank nochmal an Andreas, der mir die Erlaubnis gegeben hat, das die erste Seite einmal vorzulesen. Gute Fahrt. Eine Kurzgeschichte von Andreas Aas Schroth. Bötzsee. Industriegebiet Strausberg, 22.32 Uhr und 4 Sekunden. Durch die öligen Schlieren auf der Windschutzscheibe war wenig mehr zu erkennen als das massive Metalltor, das durch die Halogenscheinwerfer angestrahlt wurde. Kein Anlass, sich anzukündigen. Die Gefechtstürme der Fabrikfestung würden sie bereits seit 2 Kilometern gesehen und engmaschig beobachtet haben. Dass man so weit im Osten noch immer in der geschäftigen Metropole Berlin war, ließ sich kaum erkennen. Der frühere Industriesektor Ost, Strausberg, war, abgesehen von ein paar Wohnblöcken für die Arbeiter, eine menschenleere Ödnis, aus deren wilden Mülldeponien mit Giftbrühe gefüllten Senken und grauen Flecken verdorrter Vegetation sich nur die gleißenden Lichter der Fabrikfestungen erhoben. Zoe killte den Motor und stöpselte sich aus. Die heutige Fahrt war ein Standardrun, mit so wenig Überraschungen, wie in Berlin nun mal möglich waren. Per Kippschalter ließ sie einige Gnats vom Unterboden ihres korrodierten Kampftaxis fallen, die auf Automatik jene Winkel abdecken würden, die für ihr Gefährt tot waren.
Mit einem Auge auf den Feeds der verschiedenen Sensoren nahm sie ihre Altmaier-Schrotpistole vom durchfurzten Beifahrersitz und prüfte zum 100. Mal, dass sie geladen war. Im dichten Hinabkotzen des Regens konnte sie erkennen, wie das Konsolenlicht am Fabriktor von Rot auf Grün wechselte. Zeit auszusteigen. Sie steckte die Altmaier ein und griff sich den Metallkoffer vom Rücksitz, in dem sich, wie immer, dicht gepackte Pokerchips der Vesuv-Casino-Kette befanden. Die Chips waren in Berlin eine beliebte, weil nicht zurückverfolgbare Bargeldalternative, die in wie außerhalb der Anarchozonen für Geschäfte genutzt wurden, die besser unerkannt bleiben. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und den Körper gebeugt, um möglichst wenig von der toxischen Brühe abzukriegen, die man hier Wetter nannte, huschte die zierliche Normfrau mit den auffallend weißen Tech-Dreads in den Schutz der Einfahrt, während sich quietschend eine Personentür im weit größeren Zufallstor öffnete. Sie war pünktlich. Ihr Taxi hatte den korrekten Cryptcode gesendet und der Antwort-Ping der Fabrik war okay. Also rechnete sie nicht mit Schwierigkeiten. Sobald sie sicher vor dem Regen war, warf sie ihre Kapuze zurück und zog den Atemschutz herunter, um ihr Gesicht zu zeigen. Eine Geste der Höflichkeit, die ihr im Gegenzug verwehrt wurde. Begleitet von zwei bewaffneten Wachposten mit geschlossenen Helmen, die zwischen sich eine kleine Frachtkiste trugen, trat ihr der Kontakt entgegen, ohne seinen Gesichtsschutz zu entfernen. Überflüssig. Sie wusste eh, wer es war. »Auch dir einen schönen Tag, Rashid!« Nicken und verzerrtes Mikroblaken. »Guten Abend, Sol!« Sie händigte den Koffer aus und die beiden Helmfuzzis stellten die Frachtkiste vor ihr ab. »Irgendwas zu beachten heute?« Unbezahlte Schutzgelder, Mordauftrag gegen mich, damit deine Bonzenchefs sich die 200 für die Kurierfahrt klemmen können? Natürlich würde der Konzern es ihr nicht sagen. Wenn dem so wäre, aber in Berlin kann es sich keiner leisten, als falsche Ratte zu gelten. Es recht nicht ein kleines Licht wie er. 21, 22, zu 24. Nein, alles in Ordnung. Gute Fahrt. Das war Seite 1 von Gute Fahrt. Auf den Geschmack gekommen? Der Link zum PDF ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben hier, abonniert den Kanal, kommentiert, was das Zeug hält, kauft das Ding und schreibt da am besten direkt eine kleine Rezension bei Pegasus Digital dazu. Ich würde mich freuen, Andreas würde sich freuen. Beachtet auch bitte, diese Kurzgeschichten sind, wenn ich es richtig verstanden habe, ein kleiner Testballon. Die Romane werden ja nicht mehr gut abgesetzt, leider, weswegen es im Moment im Deutschen keine neuen Romane gibt. Aber wenn das mit den Kurzgeschichten gut angenommen wird, werden wir davon wahrscheinlich mehr bekommen. Das finde ich toll. Ihr auch, oder? In dem Sinne, ich wiederhole mich jetzt, Daumen, Abo, Kommentare, kommt auf unseren Discord, kommt zu unserem Patreon, unterstützt uns dabei und ansonsten, naja, legt euch nicht mit Berliner Taxifahrern an. In dem Sinne, ciao, ciao.